Wir machen die Garage frei für den nächsten Kandidaten. Und der ist ein blauer Junge aus dem Freistaat Bayern. Wir sind Katrin, Fabian und unsere Tochter Ruby. Und wir verkaufen unseren BMW 318i von 2003. Dabei wird Fabian aus Bochum unterstützt von Verkaufsgigantin Panayota. Hi. Hallo. Du bist der Fabian. Ich bin Fabian. Hi. Aber ich habe jetzt deine kleine Familie erwartet. Frau. Ja, die beiden sitzen da vorne. Die Kleine ist ein bisschen müde. Normalerweise wäre jetzt Schlafenszeit in der Kita. Und deswegen wird da gerade ein bisschen genickert. Das kann ich natürlich verstehen, ne? Wenn Baby schläft, ist die Welt in Ordnung, ne? Hat man keine Probleme. Wie alt? 13 Monate. Ah, toi, toi, toi. Schön. Herzlich willkommen auf der Welt. Süß. Das kann ich natürlich verstehen, ne? Ich bin ja auch gerade Mami geworden. Ja, ja, Glückwunsch. Danke. So, aber du hast einen sehr schönen E46 318i Limousine BMW mitgebracht. Genau, aus dem Jahr 2003. Ja, also die liefen richtig gut. Gute 20 Jahre jetzt auf dem Buckel. Ein Jahr später habe ich angefangen, die Autos zu verkaufen. Guck mal, da fing gerade meine Autokarriere an. Wo kommt der her? Warum soll der weg? Also, der soll weg wegen der Kleinen im Prinzip. Ja. Der Wagen gehörte ihrem Großvater, weil der leider 2017 relativ plötzlich verstorben ist und deswegen die Kleine gar nicht mehr miterlebt hat. Und jetzt ist es so, wir haben halt, mussten, als sie kam, ein etwas größeres Auto anschaffen, haben uns halt ein Kombi geholt und im Prinzip muss der jetzt weg, weil wir keine Garage oder so haben, um den aufzuheben. Und dann haben wir gesagt, der Opa kann zwar nichts mehr machen, aber wir können den vielleicht verkaufen, um ihr dann hinterher den Führerschein oder ihr erstes eigenes Auto zu finanzieren. Also das Geld fließt in die Ruby sozusagen? Das Geld fließt zu 100% in Rubys Taschen. Rubys genau. Also im Prinzip macht sie heute den Autoverkauf. Okay, genau. Also das ist ihr Deal. Genau. Das ist, glaube ich, der jüngste Deal meines Lebens. Das Auto sieht jetzt so auf den ersten Blick optisch sehr gut aus. Der BMW wurde vom Opa ja gehätschelt und gepflegt. Und er blieb auch danach im liebevollen Familienbesitz. Wie viele Kilometer hat der runter? 97.000 ungefähr. Ist das erste Hand, der Wagen? Nein, der ist jetzt, ich bin der Viertbesitzer, also vierte Hand tatsächlich. Aber dafür ist er tatsächlich auch noch sehr, sehr gut in Schuss. Wie viel Geld hättest du denn gern? Mindestens 4.000. Ich habe gesagt, drunter möchte ich definitiv nicht abgeben. Das wäre verramschen und das hätte der Opa auch nie gewollt. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, also mindestens 4, sonst nehme ich ihn wieder mit. Okay, dann gucken wir doch einmal unter die Haube, schauen uns mal an, gerne, wie der ausschaut und gucken, vielleicht können wir den noch mal ein bisschen flott machen. Gerne. Magst du fahren? Dann setze ich mich einmal neben dich und ich lasse deine Frau und dein Kind noch mal Mittagsschläfchen machen. Ja, ne? Auf jeden Fall. Bis gleich. Die Kleine ist auch der Verkaufsgrund. Fabians blauer Bayer sieht zwar schick aus, aber in den Kofferraum passt kaum ein Kinderwagen. Wie schwer fällt dir das jetzt, das Auto? Sehr schwer. Ja. Sehr schwer. Ich hätte ihn eigentlich gefahren, bis er auseinanderfällt, aber das muss jetzt wegen dem Baby weichen. Muss der jetzt leider weichen. Bevor der Blaue zu den Händlern kommt, wird er von Panayotas Kfz-Champ Serdal gründlich abgeklopft und, falls nötig, aufpoliert. Da steht auch schon der Serdal. Hallo Panayota. Hi. Guck dir an, was wir dir mitgebracht haben. Der muss jetzt weg, weil Platz muss her. Genau, genau. Ist gerade Vater geworden. So steht der schon mal gut da. Ne? Also lackmäßig habe ich schon gesagt, ist mir gar nicht so viel aufgefallen. Ein bisschen was hier, guck mal. So ein. Das sieht halt unschön aus, aber ist einfach zu machen, ne? Oder? Ja, die Zierleiste habe ich tatsächlich sogar noch mit. Die ist im Kofferraum. Ach, guck mal. Die fällt halt leider nur immer ab. Siehst du, dann wir gucken, dass wir die irgendwie gut befestigt bekommen. Genau, die machen wir feste, weil solche Kleinigkeiten sehen die Händler natürlich sofort. Achtfach bereit. Das Gute ist, dass man Winterräder hat, ne? Auch wenn man zu Hause immer Winterräder hat. Manchmal ist es eine gar nicht mal so schlechte Idee, die separat zu verkaufen, weil je nach Modell gibt es manchmal separat mehr Geld dafür, als wenn man sagt, einfach, ich tue sie Kofferraum mit dabei. Ein guter Tipp. Vor allem, wenn die Reifen nagelneu sind, so wie die von Fabian. Da hat ihm Panayota schon jetzt zu einem netten Bonus verholfen. Auf genau. Den Punkt, da ist ja jemand. Ach, hallo, Ruby. Du bist der allersüßeste Grund, um ein Auto zu verkaufen. Glaubst du mir noch nicht, ne? Gucken wir mal. Ja, sie guckt noch ein bisschen skeptisch, ne? Aber ist halt gerade wach, ne? Ja, hinterher bei den Verhandlungen ist sie dann federführend. Ja. Was hast du für Gefühle, wenn jetzt der Wagen von einem Stiefpapa? Ja, es ist komisch tatsächlich, ne? Es ist, ist so eine Verbindung. Ich weiß auch noch, wie er mir den damals vorgestellt hat, als er den neu gekauft hat. Und ist nicht ganz so einfach.
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen zweigeteilt. Ne? Zum einen natürlich ein bisschen wehmütig, weil das so eine, ja, wie so eine letzte Erinnerung ist, der Wagen. Aber auf der anderen Seite freuen wir uns natürlich, wenn wir möglichst viel rausschlagen können für die Kleinen. Die Wartungen, wurden die regelmäßig gemacht? Ja, wurden tatsächlich gemacht. Ich muss allerdings zugeben, nicht ins Checkheft eingetragen, weil wir die einfach privat haben machen lassen über befreundeten Schrauber. Und weil ich eigentlich nie vorhatte, den Wagen abzugeben. Ja, ja, man geht dann zum Metzger das Auto reparieren, ne? Und nicht zu dir in eine Werkstatt. Ja, da muss man auch immer aufpassen. Ne? Bei diesen Freundschaftsdeals im Verkauf spiegelt sich das einfach immer wieder. Ne? Du kannst nicht beweisen, dass du regelmäßig das Auto gewartet hast. Und man glaubt sie vielleicht auch nicht. Und dann ist eine Historie eigentlich immer gut zum Verkauf. Ja. Egal, ich mach das schon. Also für diese kleine junge Familie reiße ich mir natürlich gerne den Hintern auf. Serdal, du guckst mal, dass wir diese kleinen Schönheitsreparaturen so ein bisschen schön machen. Checkst den Motor. Ja, dann bis gleich. Bis nachher. Tschüss. Tschüss. Alles Gute. Danke dir. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Beim Service sparen kann am Ende teuer kommen. Fabian wird wohl einen Abschlag hinnehmen müssen. Damit er trotzdem eine Chance auf seinen Wunschpreis von 4.000 Euro hat, nimmt Serdal noch ein paar kleine Schönheits-OPs vor, wie hier an der lockeren Fensterzierleiste. Das ist nicht fest. Soll ich mal gucken, weil hier fehlt auch noch so ein Zwischenstück. Soll gucken, dass wir das so unauffällig wie möglich irgendwie... Der Meister und sein Team schwer am Tüfteln. Fabians Familie muss warten und hoffen. Zurück zum BMW von Fabian, dem Erbstück seines Schwiegervaters. Das Ziel 4.000 Euro. Wie sind jetzt so deine Gefühle? Komisch, wenn er so poliert ist. Er ist einfach ein schöner Wagen. Und ich sage ja, wenn wir die Möglichkeit hätten, müsste er nicht weg. Aber er ist halt für das Kind. Ne? Ja. Alles, was wir jetzt rausholen, heißt für Ruby, sie kriegt ein schöneres Auto. So ist es. Sie kann ihren Führerschein vielleicht bezahlen. Und mit dem Geld, wer der Führerschein bezahlt, vielleicht ist ja noch ein paar Groschen über für ein Auto. Zumindest schon mal für die Anzahlung, den Rest machen Mama und Papa dann vielleicht. Gute Eltern. Ja gut, Fabian, dann vielleicht deine letzte Fahrt. Ja. Auf geht's. Ein 318i aus dem Jahr 2003 mit knapp 100.000 Kilometern. Einziger Haken, der Kofferraum ist zu eng für einen Kinderwagen. Na, Freunde, was hört ihr? Vom Anlassergeräusch hätte ich jetzt gedacht, vielleicht ein BMW, aber... Etwas sehr Leises. BMW, 4-Zylinder, na klar. E46, ja, will 318i. Ich sagen. Nee, 316er. Oder 318i. E46, und jetzt? 318 oder 316, jetzt sehen wir mal. Ja, genau, jetzt hauen wir mal raus. Orientblau. Harun hat das feinste Öhrchen. Aber wer greift am tiefsten in den Geldbeutel? Panayota schaltet auf Angriff. Guten Tag zusammen. Schönen guten Tag. Tag, hallo. So, der eigentliche Achtung. Besitzer vom Auto kommt jetzt. Oder Besitzerin. Diese junge Familie möchte gerne ihren BMW E46 318i Limousine verkaufen. Was denn? Nee, ich habe gesagt 318i, E46 und das Auto im Gesicht. Und ich habe 316 gesagt, vom Motorgeräusch her. Habt ihr wenigstens wegen Kohle gewettet? Nein, wir haben doch kein Geld. Amateur Harun. Ja. E46, 318i, korrekt. In einem sehr, sehr guten Zustand. Muss verkauft werden oder soll verkauft werden, ist vom verstorbenen Stiefpapa von Katrin. Und das Schöne ist, das Geld, was hier erwirtschaftet wird, das soll gespart werden für Führerschein und das erste Auto von Ruby. Und übrigens, das ist auch noch mal schön zu wissen, das war gerade Rubys erste Fahrt und vielleicht auch ihre letzte Fahrt in Opas Auto. Ihr dürft gerne schauen. Zeit läuft. Die Händler haben 5 Minuten, um den blauen Bayern zu begutachten. Bei einem BMW muss man ja immer damit rechnen, dass mit ihm ein bisschen zu viel geheizt wurde. Hast du geguckt in die Motorhaube, ob die leicht lackdicht ist? Ja, hallo, das habe ich schon beim Reinfahren gesehen. Beim Reinfahren? Ja, ja. Was du alles beim Reinfahren siehst, hör mal. Kotflügel. Geschultes Auge. Kotflügel ist nicht nachlackiert. Dann ist die Haube. Also Haube und Heckklappe siehst du auch von der Struktur. Mhm. Die Profis finden zielsicher jede Schwäche. Aber jetzt müssen sie Butter bei die Fische machen. So, liebe Händler, eure Fragen. Weiß man, warum die Haube nachlackiert wurde? Nein. Und die Heckklappe?
Tatsächlich nicht. Also wie gesagt, ich habe den ja vom Schwiegervater quasi übernommen, nachdem der verstorben ist. Ja. Da weiß ich hundertprozentig, dass er keinen Unfall hatte. Ich hatte auch definitiv keinen Unfall. Das muss also, wenn da was passiert ist, tatsächlich schon vorher gewesen sein. Hat er noch TÜV oder? Bis November. Bis November, okay. Also. Grundsätzlich finde ich, dass der Wagen ganz gut aussieht. Mystikblau ist eine sehr, sehr seltene Farbe, war aufpreispflichtig. Darüber hinaus hat er Schiebedach und Klima. Klima soll funktionieren. Ich muss TÜV machen. Ich habe noch eine Frage. Gerne. Haben Sie dir schon den Cut geklaut da drin? Nee. Also ist der originale Cut da drin. Der ist 1000 Euro wert, das sage ich dir. Nur der Katalysator. Okay. Also soweit ich weiß, solange der in meinem Besitz war und auch beim Schwiegervater, wurde da und nichts warum geklaut. So, also ich sage, ich verkaufe seit 2004 BMW und Mini. Ich habe nicht einen einzigen Kunden gehabt, dem jemals der Cut geklaut wurde. Wenn ich also ein Auto sehe, den ich komplett verkaufen könnte, und in Teilen mache ich doppelt so viel Geld daraus. Das wäre was für den Onkel Friedemann. Also, was ich gesehen habe, nur zur Info, also vor deiner Zeit oder auch vor Schwiegervaters Zeit, wurden die regelmäßigen Wartungen nicht so ganz erfüllt. Okay. Na, also da sind schon relativ Lücken im Check. Krasse Lücken, also 4, 6 Jahre. Und da wurde zwischen 2008 und 2012 nur 500 Kilometer gefahren. Na, es sind viele, also ein paar Vorbesitzer. Ich würde mit 500 Euro einfach beginnen. Eine kalte Dusche für Fabian. Aber solche Schockansagen gehören beim Handeln zum Spiel. Du willst mit 500 Euro das Ich beginne. Das überhöre ich ja schon. Ja, ist ja kein Problem. 500 Euro, du bist ja frech. Du bist ja schlimmer als ich. Na, dann würde ich 1500 machen. 2,5. Danke. Die Angebote steigen. Sind aber noch weit von den erhofften 4.000 Euro entfernt. Was ist passiert mit dir da hinten? Bist du raus bei 2,5? 2,5 Mille, da kann ich nicht. Wo soll ich denn da hin? Ja, alles klar, Fred. Vielen Dank. Ja. Kannst nach hinten gehen. Ciao. Ja. Tschüssi. Also, die Ruby hat mir gerade noch was gesagt. Ich höre Ruby, alles klar, ich packe das Bonbon aus. Ruby sagt, es gibt noch einen kompletten Radsatz Winterräder dazu auf Alufelge. Sind die auch so abgefahren wie die Sommerreifen? Oder? Die sind noch besser. Ah, die sind noch besser. Abgefahren. Die sind 10 Jahre alt. Also, noch ein Radsatz auf Winter. Hast du noch mal Argument, Fred, falls du noch mal einsteigen willst. Wer bietet mehr? Die Händler geben sich ungerührt. Aber Panayota kennt natürlich ihre Pappenheimer. Ja, also erstmal bei mir der Fisch, der war an der Angel, ja, der hat mich gehabt, der BMW, der hat mich gehabt, aber also Kilometer haben gepasst, Zustand hat gepasst, war ein schönes Auto. Das Auto ist tatsächlich nicht schlecht, es braucht eine Inspektion, 4 neue Reifen. Was willst du denn dafür verlangen? 2003er, der ist 20 Jahre alt. Ja, aber Panayota, jetzt mal ernsthaft. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich den schön mache und auf dem Platz habe mit anderen Autos und es kommt einer und sagt, wir suchen ein guten Gebrauch, dann kommen Sie mit. Ich habe hier einen schönen vierte Hand, Klima, Alufelgen, Schiebedach, ein solides Auto. Ist nichts dran. Frische TÜV, Inspektion, mache ich schön dran. 5,99. 5,99? Kriegst du nicht mehr. Da kriegst du schon Nachfolgemodelle E90. Kannst du maximal dran pinseln, in meinen Augen, zwischen 3,9 und 4,5. Das überzeugt Panayota aber gar nicht. Sie lässt die Händler zappeln. Also ich würde noch einmal ein letztes Mal nach vorne kommen. Das ist mein Maximum, sonst sage ich. Ja. Und raus sind 2.700 Euro. Da muss der Markus jetzt wissen, ob er da drüber geht oder nicht. Komm doch mal bitte ein bisschen näher. Wir reden hier von einer jungen Familie mit Kind. Das letzte Auto vom Schwiegerpapa kann doch nicht so unter den Hammer kommen, Leute. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Darf ich dazwischengrätschen? Der hat ein Schiebedach. Der hat eine Armauflage vorn, der hat Klimaanlage, der hat Alufelgen. Haben sie alle. Der hat Zentralverbindung. Die haben sie nicht alle. Erzähl doch kein Käse. In dem Baujahr haben sie das alle. Ja. Wir haben noch Winterräder dazu. 2,8. Der Führerschein ist noch nicht drin. Führerschein kostet 3.000 Euro. Kriege ich 3.000 Euro für die Familie? Von wem? Von dir. Nein. Tut mir leid. 4.000 Euro sind das Ziel. Das beste Angebot der Händler liegt 30% tiefer. Macht das noch Sinn? Panayota berät sich mit Fabians Familie. Also ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder du hast die Zeit und die Muße, das alleine zu machen und zu sagen, okay, ich versuch's. Aber das Angebot ist mehr als fair. Aus dieser Sicht.
Ich kann dir nur meine Expertise so anbieten. Es ist aber in eurer Hand, wenn ihr sagt, nee, ist egal, ich mache ein paar Fotos, ich setze den, inseriere den, ich habe die Zeit und die Lust und versuch's. Mhm. Das ist wirklich ein sehr faires Angebot. Mhm. Verramschen wäre wirklich, wenn die jetzt damit ein Schnäppchen machen würden. Aber das wäre verramschen. Aber 2,8 ist ein fairer Eingangspreis. Ist schon mehr. Die haben schon viel mehr geboten, als sie eigentlich bieten können. Das kann ich mich so. Also mit, wenn einer jetzt 3 macht, dann sage ich okay, aber. Aber ihr wisst ja, dass ganz oft der Fall eintritt, dass die Leute eine andere Vorstellung haben von ihrem Fahrzeug, weil sehr viel ideeller Wert natürlich da mitspielt. Meine Frage an dich, bist du bereit, noch 200 Euro darauf zu tun? Ich mache einen Preis, ich mache noch einen zweiten und danach bin ich durch. Und das bedeutet, 2,8 ist allerletzte, nicht ein Cent mehr. Markus bleibt knallhart. Bedeutet das das Ende? Wir machen das hier so. Du kriegst von mir ein Kilo. Warte, du kriegst jetzt von mir ein Kilo und dann machst du ein Gebot um 100 Euro. Nein, das will ich nicht. Das Angebot muss stehen, weil das du kannst dein Essen ausgeben heute Abend. Nein, der Kilo. Geht doch darüber. Wenn du das spendest, Freddy, dann ist das okay. Von mir. Ich spende nichts, wenn nichts gekauft wird. Das ist wohl scheiße. Für 2,8 kaufe ich. Hier. Aber, nein, ich nehme nur nicht 2,8. Hör doch mal zu, Fred. Schreib doch mal den Kopf ein. Warte, hör doch mal zu. Freddy. Ja, bitte. Gib mal Mutti das Geld. Dann war es schon mal. So, also Fred gibt noch mal 100er, dann haben wir 2,9. Ja. Das soll jetzt hier keine Almosenspende sein. Also 2,9 nehme ich jetzt mal mit. Wie sieht's aus, Familie? Hier ist der erste 100er. Es könnten 2,8 folgen. Rubi hätte den gern. Rubi, sagst du ja? Ich glaube. Habt ihr einen Deal? Rubi, guck mal, so sind wir Frauen. Kaum sehen wir einen Schein. Und damit ist der BMW erfolgreich vertickt. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit ihm gut machen kann. Ich werde ein bisschen Wein mit ihm trinken, vielleicht auch mal mit ihm essen gehen. Aber dann ist die Frage, hätte ich lieber selber den 100er dazu getan. Aber geil, ich habe das Auto, ich habe einen Deal. Erstmal Fred, danke schön für die 100 Euro. Toller Zug. Sie sieht doch so toll aus, wie er da mit dem Baby steht. Erst jetzt realisiert Katrin, dass dieser Moment auch der endgültige Abschied vom BMW ihres verstorbenen Stiefvaters ist. Das Auto musste weg, aber die Gefühle bleiben. Ja, wie gesagt, ist so das letzte Materielle, was wir noch haben. Das geben wir jetzt ab. Ist schwer. Ein Geschenk vom Opa an die Enkelin, die er nie kennenlernen durfte. Natürlich auf der einen Seite mit einer Vorstellung gekommen, aber halt auch mit einer Geschichte. Und die ist jetzt hier zu Ende. Und es ist einfach das letzte Erinnerungsstück. Ich habe selbst nicht so richtig damit gerechnet, dass mir das gerade so nahe geht. Ja, aber ich freue mich trotzdem, dass es geklappt hat. Ich glaube, die Hände hatten mit allem recht, was sie gesagt haben. Und ich hoffe, dass er noch mal in gute Hände kommt. Ja. Rubi, guck mal hier, hat der Opa dir besorgt. Den Führerschein. Oh. Und das auch. Ist das schön? Rubi ist auf jeden Fall happy. Vielen Dank. Dankeschön. Wer weiß, für wie viel wir den dann privat hätten verkaufen können. Und dann haben wir jetzt einfach gesagt, bevor wir, wie gesagt, ohne Deal hier rausgehen, genau, dann nehmen wir das so mit. Unüberzeugt.